Herzlich willkommen, humanistische Grüße an dem Freitagabend zu einem neuen Gespräch. Und bei mir ist der Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Ich grüße dich. Ja, sei gegrüßt. Wir haben ja vor längerer Zeit oder vor ein paar, ja, ich glaube jetzt schon 2 Monaten, ein paar Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hast du mich interviewt und wir wollten das Ganze auch nochmal umdrehen. Jetzt hat es endlich geklappt, ich freue mich auf jeden Fall und für die, die dich nicht kennen, hast einen eigenen YouTube-Kanal, beschäftigst dich viel mit politischen Sachen, natürlich auch viel mit Deutschland, mit deutscher Tagespolitik, aber ich habe auch gemerkt, dass so du versuchst auch das große Ganze zu sehen, ne? Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne in die Videobeschreibung gucken oder in die Infobox. Ich werde alles verlinken. Und meine erste Frage ist so ein bisschen, woher die Motivation, dich überhaupt mit Politik zu beschäftigen? Also ich habe mich immer schon ein bisschen für Politik interessiert und in der Corona-Krise hatte ich halt die Idee, so auf Zeitungsartikel so in Videos zu reagieren. Also jetzt gar nichts Großes und dann habe ich mich da halt immer mehr eingelesen, vor allem was Wirtschaft betrifft und dann wurden die Videos immer besser. Ich habe mich ja immer mehr da eingelesen, habe immer klarere Positionen bekommen und ja, so bin ich da quasi reingeraten. Also war das in erster Linie so eine Art Zeitvertreib während der Corona-Zeit, wo du dir gesagt hast, ich beschäftige mich jetzt erstmal mit irgendwelchen Sachen? Ja, ich habe halt bestimmte Sachen einfach gelesen, Zeitungsartikeln, beispielsweise in der Außenpolitik gedacht, Mensch, die Politiker reden immer was von westlichen Werten, wenn sie dann beispielsweise in der Türkei zu Besuch sind, die gerade einen Angriffskrieg in Nordsyrien führen, dann sagen sie dazu aber seltsamerweise nichts mehr. Also das könnte man ja mal kurz in einem YouTube-Video kritisieren, also diese Widersprüche aufzeigen. Ich habe mir da jetzt nicht so Gedanken gemacht, ich mache jetzt das große Projekt, sondern ich habe mich einfach über bestimmte Kleinigkeiten geärgert und das dann versucht zu kommentieren. Würdest du sagen, so dein politisches Interesse hast du dir so ein bisschen selber, hat sich so selber ergeben oder wurdest du auch durch irgendetwas politisiert? Gibt ja so Leute, die haben irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder sagen sich, Mensch, die Corona-Zeit war jetzt so heftig, warum auch immer, ich beschäftige mich jetzt mehr. Schlüsselerlebnis hatte ich nicht, nee. Nee. Aber du beschäftigst dich viel mit Politik, du machst viele Videos, machst viel Reaction. Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, dein Schwerpunkt ist auch Wirtschaftspolitik, kann man das so sagen? Ja. Wo würdest du denn, wenn du dich mit Wirtschaftspolitik beschäftigst, wie würdest du Deutschland einordnen in der Wirtschaftspolitik aktuell? Aktuell haben wir ja Christian Lindner als Finanzminister und der fährt ja mit seiner Schuldenbremse da eine ziemlich radikale Sparpolitik für diese wirtschaftliche Situation, die wir gerade erleben. Also ich gehe da jetzt mal ein bisschen ins Detail. Beispielsweise stürzt gerade der Bausektor extrem ab. Da ist der Service-PMI, ich überlege gerade nach dem deutschen Wort, der Geschäftsklimaindex, der ist da extrem abgestürzt. Der findet sich auf einem Wert von unter 40, also 39, noch was. Ein Wert von unter 50 bedeutet schon Schrumpfung und der ist schon seit längerer Zeit auf diesem extremen Abwärtstrend. Und eigentlich hatte die Bundesregierung ja verkündet, dass sie ein Ziel 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen hat. Yeah. Aber aktuell werden wir nicht mal 300.000 erreichen, eher viel weniger. Und da müsste der Staat, wenn er das dann erreichen wollte, eigentlich viel mehr investieren. Aber es wird politisch nicht gemacht. Obwohl der private Wohnungsbau extrem abstürzt, wird in diese Richtung wirklich nichts unternommen. Ist das, also das heißt, ich höre schon so ein bisschen raus, du bist mit der ja, Wirtschaftspolitik von der Ampel auch nicht ganz so zufrieden, ja? Nee, also Sparen in eine Krise hinein, das ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Der Wohnungsbau ist da ein besonders deutliches Beispiel, deswegen habe ich ihn jetzt genannt. Wie bewertest du denn so die allgemeinpolitische Lage in Deutschland? Also fangen wir vielleicht mal damit an, oder ich frage mal so, fühlst du dich überhaupt noch politisch vertreten? Nein. Überhaupt gar nicht? Gibt es keine? Ich meine, also, ja, die Frage lässt sich einfach beantworten. Nein. Also es gab früher noch die Linkspartei, auch wenn da vielleicht einige komische Leute rumliefen. Vielleicht, wenn nicht alles geteilt hat, was jeder Einzelne gesagt hat, war das doch eine Partei, die im Großen und Ganzen vernünftige Wirtschaftspolitik, vernünftige Außenpolitik vertreten hat. Aber das macht sie ja jetzt mittlerweile seit letztem Jahr spätestens nicht mehr. Also wirtschaftspolitisch macht sie noch vernünftige Vorschläge, dass diese Vorschläge aber nicht ernst gemeint sind, weil man sich so an SPD und Grüne anbietet, das erklärt sich dann eigentlich von selbst. Das heißt, du hast für dich eigentlich
so gar keine politische Vertretung aktuell. Also wir blenden jetzt mal alle möglichen. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele, über 50 Kleinstparteien in Deutschland. Weiß nicht, ob du dir da mal irgendwas von denen angeguckt hast. Würde die Partei wählen. Einfach weil das die ist, die am klarsten Oppositionsarbeit macht gerade. Ist das nicht traurig für ein Land, was irgendwie so Demokratie so hochhält, dass jemand Junges wie du, ne, so ganz straight up sagt, ich fühle mich von überhaupt keiner Partei vertreten, ist doch irgendwie eine krasse Erkenntnis, oder? Das ist in vielen Ländern tatsächlich so. Ich meine, was soll da jemand sagen, der in Großbritannien oder in den USA lebt? Da hast du ja wirklich nur zwei große Parteien und du hast quasi gar keine Alternativen mehr. Also bei uns, da könnte ja wenigstens eine neue Partei aufsteigen, wenn sie über die 5%-Hürde kämen. Also bei uns gäbe es zumindest die theoretische Möglichkeit, dass sich da irgendwas Neues entwickelte. Aber das ist ja in anderen Ländern noch unmöglicher als hier. Ist noch viel schwieriger, ja, dass sich was Neues entwickelt. Aber so noch mal zurück. Ich meine, gut, du beschäftigst dich jetzt länger mit Politik, hast aber eben auch direkt gesagt, ja, so in Teilen macht die Linkspartei noch gute Vorschläge. Das heißt, so ein Stück weit könntest du dich ja schon noch mit ihr identifizieren, oder? Ja, aber ich weiß, dass das nicht kommen wird, wenn es da eine rot-rot-grüne Koalition gibt. Sie wird auch in allen Belangen einknicken. Sie wird vielleicht, der Mindestlohn wird vielleicht um 20 Cent erhöht und dann wird sie das als den größten Erfolg aller Zeiten verkaufen und das war's dann. Also die ganzen grundlegenden Entscheidungen, die gerade in die falsche Richtung laufen, die werden alle so weiterlaufen. Ich gebe mal ein Beispiel. Letztes Jahr, da hat Deutschland ja zusammen mit allen anderen EU-Staaten Wirtschaftssanktionen gegen Russland beschlossen und das hat einen enormen Preisschock ausgelöst. Das hat die Reallöhne in Deutschland oder nee, ich glaube, das sind jetzt die Zahlen für die gesamte Eurozone, gesamte Europäische Union, sorry, gesamte Europäischen Union um 4% fallen lassen. Also 4% gesunkene Reallöhne. Und da ist beispielsweise die Mindestlohnerhöhung aus Deutschland, die ist da schon mit eingerechnet. Also so stark sind die Reallöhne letztes Jahr gefallen. Wie gesagt, die Zahlen war jetzt gerade für die gesamte EU, aber in Deutschland sieht es nicht besser aus. Und da müsste, ja, hätte von der Linkspartei eigentlich deutlich kommen müssen, wir wollen, dass diese Sanktionen sofort aufgehoben werden. Aber das ist nicht gekommen. Man hat da irgend so einen verschwurbelten Kompromiss auf dem Parteitag gefunden. Ja, manche Sanktionen finden wir falsch. Also soll ich da genauer drauf eingehen? Gerne, gerne, warum nicht? Ja, der Beschluss sah wie folgt aus. Also, da wurde gesagt, wir finden die Sanktionen, die die einfache Bevölkerung treffen, falsch. Aber dann hat man sich gegen die Öffnung von Nord Stream ausgesprochen. Und wenn man sich dagegen ausspricht, dass eine Gaspipeline geöffnet wird, die ja offensichtlich die Gaspreise senken könnte, dann trifft das natürlich die einfache Bevölkerung. Und ja, dieser komplett inkonsistente Beschluss, der auch von vielen Parteimitgliedern konterkariert wurden, die sich dann noch neben den Sanktionen auch noch für Waffenlieferungen ausgesprochen haben, also noch für weitere Eskalationen ausgesprochen haben. Ja, das hat gezeigt, wer in der Partei eigentlich das Sagen hat, nämlich das Lager, das ja neuen Kalten Krieg zumindest mit Russland befürwortet und perspektivisch, also ich greife jetzt mal ein bisschen vor, könnte das im Fall eines Konfliktes mit China dann in die gleiche Richtung gehen und das wäre für unsere Wirtschaft hierzulande absolut katastrophal. Das heißt, die Linkspartei, wo du noch so ein Stück weit gesagt hast, Mensch, da hast du dich vielleicht mal ein bisschen drinne gesehen, hat sich eigentlich auch verabschiedet. Dann nehme ich an, SPD und Grüne aus deiner Sicht sowieso, ne? Jetzt sagen einige vielleicht, ja, aber was ist denn mit der CDU? Ich hatte gedacht, mit SPD und Grünen könnte es vielleicht etwas besser werden. Also nach 16 Jahren Merkel denkt man ja dann jetzt, was haben wir den größten Reallohnverlust der bundesdeutschen Geschichte? Oder ich weiß nicht, ob es in den Ölkrisen vielleicht, obwohl Ölkrisen da sind, die Löhne ja auch stark gestiegen. Also ich glaube, es ist wirklich der größte Reallohnverlust seit mindestens, ja, seit Gründung der Bundesrepublik. Also das Vielleicht ist absolut. noch mal zur Erklärung, Reallohn im Sinne von, ne, man hat eine jährliche Preissteigerung, eine jährliche Inflation. Es gibt natürlich auch jährliche Lohnsteigerungen, aber die werden ja aufgefressen und man hat somit einen Reallohnverlust. Ne, kann man es so Ja, das ist vielleicht. der Unterschied. Ja, das ist der Unterschied zu den Ölkrisen in den 70ern. Da sind die Nominallöhne nämlich relativ stark gestiegen. Die Preise sind auch stark gestiegen. Aber das hat dazu geführt, dass sich ja, die Verluste bei den Reallöhnen sehr stark in Grenzen gehalten haben. Das haben wir heute nicht. Wir haben sehr schwach steigende Nominallöhne und ja, explodierende Preise. Das macht halt so einen starken Einbruch bei den Reallöhnen. Und das mit der Preissteigerung ging ja auch schon, ich erinnere mich da an, ja, ich glaube,
Anfang der Corona-Zeit mit den Spritpreisen ging das ja auch schon los, ne? Also es war ja noch vor dem Krieg in der Ukraine. Das war die OPEC. Die hat da schon die Ölmenge versucht zu verknappen und damit die Preise hochzutreiben. Das macht es aktuell immer noch. Also grüne, Aber ja. diese Preisexplosion, die wir ab Frühjahr 2022 gesehen haben, die ist ganz eindeutig durch den Krieg in der, durch die Sanktionspolitik bedingt. Grüne SPD, also gerade die SPD verspricht ja immer, ne, ich weiß noch, im letzten Bundestagswahlkampf, Olaf Scholz, mehr Respekt für dich, ja, also so ganz groß versprochen, aber zieht bei dir auch nicht, höre ich so raus. Das ist ja das Lustige. Also das einzige Wahlversprechen, was bei mir hängen geblieben ist von der SPD, war ja diese Mindestlohnerhöhung, diese tolle Mindestlohnerhöhung. Da hat die SPD gesagt, wir erhöhen jetzt den Mindestlohn. Das hat sie auch gemacht, 12 €. Doch dann war in der Mindestlohnkommission die Forderung der Gewerkschaften, Moment mal, das Preisniveau ist ja jetzt so stark gestiegen, da muss der Mindestlohn mitziehen. Also da reicht es nicht, wenn wir den nur um 41 Cent erhöhen. Der muss wirklich um 2 € auf 14 € erhöht werden. Jetzt darfst du dreimal raten, wer in der Mindestlohnkommission die entscheidende Stimme war, dass diese Erhöhung, die die Gewerkschaften gefordert hatten, nicht kam. Ja, wenn das mal die Leute wüssten, ne, dass es die SPD an der Stelle war. Ja, 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 das ja. war Christiane Schönefeld. Das ist eine Parteisoldatin der SPD, die da, also die hat in ihrem ganzen Leben nichts anderes gemacht, als den Willen der SPD umzusetzen. Die war ja bei der Umsetzung der Agenda 2010 beteiligt. Die hat also immer das gemacht, was die SPD-Oberen ihr gesagt haben. Und die sitzt da in der Mindestlohnkommission, um eine zu starke Erhöhung des Mindestlohns zu verhindern. Aber ist es, weil ich meine, wenn man mit, sage ich mal jetzt, Leuten, einfacheren Mitgliedern von der SPD spricht, und da gibt es ja viele von, die würden ja immer sagen, ja, natürlich wollen wir, dass die Löhne steigen, natürlich wollen wir irgendwie soziale Gerechtigkeit, natürlich wollen wir, dass niemand in Altersarmut landet. Aber faktisch, auch wenn ich den Mindestlohn kriege jetzt 40 Jahre, lande ich ja trotzdem in Altersarmut. Und ich kann Ja. faktisch, natürlich kann ich irgendwie, ne, wenn man es mal so grob durchrechnet, man hat irgendwie jetzt 12,41 € sind es, glaube ich, ne? Ist ja Bruttobetrag, ne, auf 40 Stunden, dann bist du vielleicht irgendwie bei 2.000 € brutto, hast vielleicht 1,4, 1,5 netto raus. Da kann man natürlich überleben, ja, und man kann vielleicht, wenn man ganz sparsam ist, auch ein bisschen was ansparen, aber man ist ja relativ weit weg, um zu sagen, irgendwie, ne, und das ist ja dieser Spruch immer in der Politik, ja, Arbeit muss sich lohnen. Wie kann das eigentlich sein aus deiner Vor allem, Sicht? wer in diesen Verhältnissen ist, also wer gerade so Mindestlohn bekommt, hat er denn immer eine gesicherte Vollzeitstelle? Ja, das ist ja auch noch ein Punkt. Ja, klar. Ja. Gerade wer so wenig verdient, der hat ja häufig, also Teilzeitbeschäftigung, der hat ja häufig das Problem, dass er schnell mal entlassen wird. Also die, die am wenigsten verdienen, sind ja auch die, die die unsichersten Arbeitsplätze haben. Und warte, wie war jetzt nochmal deine Frage? Wie kann das sein, dass sich eine SPD hinstellt und sagt, ja, wir wollen ja gute Löhne, aber dann faktisch, wie du eben gesagt hast, diese Frau, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, in der Kommission, Christiane Schönefeld. Christiane Schönefeld, dann sagt, nö. Ja, also die SPD belügt die Leute. Sie möchte weiter gewählt werden und wer wählt die SPD? Das ist ja vor allem die arbeitende Mitte. Das sind jetzt nicht die ganz Reichen, die wählen FDP oder CDU. Das sind jetzt nicht die ganz Armen, die wissen, dass sie von der SPD betrogen wurden. Die wählen entweder gar nicht mehr oder AfD. Also muss sie der arbeitenden Mitte irgendwas erzielen, um von denen trotzdem gewählt zu werden. Also wir setzen uns für eure Interessen ein. Wir sorgen dafür, dass Wohnraum billiger wird. Wir sorgen dafür, dass der Mindestlohn vernünftig steigt, dass ihr mindestens abgesichert seid. Wir nehmen jetzt die schlimmsten Änderungen der Agenda 2010 zurück. Wir sichern das Rentenniveau. Also das macht die Bundesregierung ja ta aktuell tatsächlich. Sie sorgt zumindest dafür, dass das Rentenniveau nicht noch weiter absackt. Das muss man ja tatsächlich sagen. Aber das ist ja nur eine Verhinderung davon, dass es schlechter wird und keine Maßnahme dazu, dass Dass es frühere Kürzungen wieder wirklich, zurückgedreht werden. oder dass es wirklich mal substanziell besser wird. Das ist ja bei dem, also Lohnsteigerung oder allein dieser Terminus, Mindestlohn, der Mindestlohn steigt jetzt. Also natürlich steigt er zahlenmäßig, ja. Es ist ja auch so ein bisschen so ein psychologischer Effekt, aber die Frage ist ja immer, was kann ich mir für den aktuellen Mindestlohn im Jahre 2023 leisten? Und im Vergleich, was konnte ich mir vielleicht im Jahr davor leisten oder vor 10 Jahren? So, aber es wird so ein bisschen, ich will niemandem das unterstellen, ne, aber
man hat das Gefühl, es wird so ein bisschen als Steigerung verkauft, aber es ist ja vielleicht einfach nur, es wird wieder ein bisschen weniger schlecht. Ja. Also man hat diese Verhältnisse, die den Mindestlohn überhaupt erfordern, ja erst geschaffen. Ich habe heute wieder einen Artikel gelesen, die Tarifbindung in Deutschland ist auf 51% gefallen. Die war in den 90er Jahren viel, viel höher. Also die ist in den letzten 10 Jahren noch von 58 auf 51% runtergegangen. Also wir erleben wirklich, wie Tarifverträge immer mehr an Bedeutung verlieren. Das ist natürlich politisch gefördert. Die Politik könnte Tarifverträge auch für allgemeinverbindlich erklären, wenn die Arbeitgeber meinen, sich da immer rausfinden zu können. Aber das macht sie natürlich nicht. Wo wäre für dich im Jahre 2023 ein guter, solider Mindestlohn? Also die Linksfraktion hat 2018 war das, eine Anfrage gestellt. Wie hoch müsste der Mindestlohn sein, damit man vor Altersarmut gesichert ist? Also wenn 40 Jahre Vollzeit arbeitet, dass man dann vor Altersarmut gesichert ist. Und die Antwort war damals 12,63 Euro. Wenn man da jetzt die Inflation draufrechnet, dann kommt man aktuell auf 14,44 Euro. Um nicht in Altersarmut zu landen. Ja, also laut Definition, ne? Dann ist man ab nicht, dass die das jetzt sehen, denken, man ist dann reich oder so. Nein, es ist einfach nur die untere Grenze verschiebt sich ein bisschen nach oben und man rutscht so über die Schwelle laut Definition drüber, wann man in Altersarmut fallen würde. Ich glaube, so kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ja. Ne? Ja, deswegen müsste auch eine linke Partei jetzt für die Bundestagswahlen 2026, bis dahin wird das Preisniveau natürlich noch ein bisschen steigen. Das steigt ja sowieso immer. Es ist ja immer 2% Inflationsziel. Ungefähr, müsste sie mindestens 16 Euro Mindestlohn fordern. Aller mindestens. Das wäre das Niedrigste, was eine linke Partei da auf jeden Fall fordern sollte. Und ich habe da aus der Linkspartei wirklich noch nichts in die Richtung gehört. Also, dass man da strategisch mal ein bisschen vorausdenkt. Dass man da zumindest mal bis zur nächsten Wahl denkt. Also, nicht mal das. Da wird man sich wahrscheinlich dann irgendeine Zahl aus dem Hut zaubern. Ja, wahrscheinlich. Es war ja immer so, dass in der Vergangenheit, dass die Partei, die Linke, immer ein bisschen mehr gefordert hat halt als die SPD, um natürlich auch einen gewissen Druck aufzubauen. Ich glaube, in einem Punkt sind wir uns, glaube ich, in dem Punkt einig, dass der Mindestlohn als Instrument gar nicht so verkehrt ist, oder? Ja, ist definitiv ein gutes Instrument. In anderen europäischen Ländern hat man es damit geschafft, die Lohnhierarchie deutlich zu stauchen. Also beispielsweise in Frankreich, da hat man in den 70er und bis Anfang der 80er Jahre den Mindestlohn stark nach oben getrieben und damit dafür gesorgt, dass untere Lohngruppen wieder aufschließen. Also dass die Ungleichheit wieder zurückgeht. Das kann man mit dem Mindestlohn tatsächlich schaffen, um den Preis etwas höherer Inflation, wenn man es nicht hinbekommt, in den oberen Lohngruppen die Lohnentwicklung dafür zu dämpfen. Also das müsste man dann adäquat dazu auch machen, dass Leute, die über 100.000, über 500.000 Euro verdienen, dass da die Löhne mal nicht mehr steigen für ein paar Jahre, wenn man den Mindestlohn so stark anzieht, da es sonst zu Inflation führt. Also das wäre auch so, wenn wir jetzt mal von politischen Forderungen sprechen, das wäre auch so ein bisschen dein Modell, nicht nur zu sagen, okay, man muss die Untergrenze so erhöhen, dass die Leute nicht in Altersarmut landen, sondern auch dafür leben können. Plus, man muss quasi, ja, ich weiß nicht, würdest du sagen, sollte es einen Maxilohn geben? Also es gibt ja Studien, du schüttelst schon den Kopf, aber ich sag trotzdem noch was, es gibt ja Studien, die sagen, ja, es gibt so eine Art, und du wirst das besser kennen, weil du ja in dem Bereich in Sachen Wirtschaft mehr Ahnung hast, es gibt so eine Art abnehmenden Grenznutzen, ja, und den gibt es ja bei irgendwelchen Gegenständen, ne, bei Äpfeln, wenn ich einen Apfel esse, ist das ja toll, wenn ich zwei esse, ist es immer noch gut, aber ab dem 30. kriege ich vielleicht Bauchschmerzen, so könnte ja sein, ne? Und das ist ja bei dem Verdienst, den man hat, ähnlich. Und ich weiß noch eine Zahl von so ein paar Jahren, da hat man so davon gesprochen, dass ab, ich glaube, 60 oder 80.000 Dollar es keinen, also Jahreseinkommen brutto, keinen spürbaren Effekt mehr gibt in Sachen Steigerung der Lebensqualität. Würdest du sagen, es müsste auch nach oben hin einen Deckel geben? Ja, kein Deckel, man braucht hohe Steuersätze. Also die Argumentation, die du da gerade richtig, die du gerade vorgebracht hast, die ist komplett richtig. Also natürlich macht das mehr aus, wenn ich mir von meinem Gehalt erstmal Nahrung, Essen, also grundlegende Güter leisten kann. Und danach, ja, ist schön, wenn ich mir dann das neueste iPhone leisten kann, aber das ist dann nicht mehr so wichtig. Das ist ja auch, das erschließt sich eben logisch dafür. Da gibt es Studien zu, die das dann natürlich auch so zeigen. Aber ja, man sollte schon den Leistungsanreiz auch in oberen Gehaltsgruppen jetzt nicht komplett ausschalten. Also
Jemand kann ja ruhig eine Million verdienen, aber dann wird das halt mit einem Spitzensteuersatz von 90% oder so belastet. Also das ging ja auch. Da muss man ja nicht alles wegnehmen, sondern man kann einfach, ja, neun, also Spitzensteuersatz 90%, dann der Rest geht noch für Sozialbeiträge drauf, dass man da wirklich ein paar Prozent von übrig lässt, damit es noch einen Anreiz gibt, noch ein bisschen mehr zu verdienen, dass man aber den Großteil in diesen ganz, ganz hohen Gehaltsklassen, also wie gesagt, 1 Million und noch höher, dass man den dann wegbesteuert. Würdest du wirklich so weit gehen und sagen 90%? Weil ich meine, jetzt würden einige denken, oh, das ist ja schon voll radikal, ne? Ist Aber es das war jetzt ein Steuersatz. ja, Also, alles gut, wir wir können auch reden 80% machen. Das wäre darüber. schon ein riesiger Fortschritt. Wir können auch nur 75% machen, wie die Linksfraktion gefordert hat. Also, man wird das, wenn man am Ende eine Bundesregierung, also es gibt ja noch nicht mal eine linke Partei, aber wenn es am Ende, also man soll schon radikale Forderungen stellen, denn am Ende wird es sowieso einen Kompromiss geben müssen bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen. Also, wenn sich eine linke Partei nochmal gründen sollte, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass sie absolute Mehrheit bekommt. Das heißt, sie sollte erstmal vernünftige Forderungen stellen und wenn sie davon dann die Hälfte durchkriegt, also man fordert 90%, der Koalitionspartner sagt, nee, wir wollen nur 50% und am Ende einigt man sich bei 70%, wäre das immer noch ein Riesenfortschritt im Vergleich zu jetzt. Wenn man allerdings sagt, ja, nee, wir wollen nur auf 53% wieder hoch, also das, was wir vor Schröder hatten, sagt der Koalitionspartner, ah, nee, wir wollen es so lassen wie jetzt und dann trifft man sich irgendwo bei 48% und das hat sich real so gut wie gar nichts verändert. Also man sollte schon deutlich sagen, dass das Steuersystem, so wie es jetzt ist, die, die reich sind, zu wenig belastet und die, die in der Mitte sind, zu stark belastet. Jetzt springen viele, wenn die das hören, ja schon wieder im Dreieck, egal ob wir jetzt 90% nehmen oder 75. Ne? Wir reden ja wirklich von sehr, sehr hohen Einkommen. Also du hast gerade gesagt, ne, ab 1 Million aufwärts. Und da kommt ja immer so ein Und bei bisschen. den hohen Kapitaleinkommen, die sind ja noch viel, viel größer. Das sind hunderte Millionen teils. Also wir können da die Freibeträge auf, also die Beträge, ab denen die Spitzensteuer greift, auf 2 Millionen, 3 Millionen hochmachen. Es geht wirklich nur um die ganz hohen Spitzeneinkommen, dass die nicht so viel weiter steigen, dass sie die Spitzenvermögen auch noch weiter in die Höhe treiben. Also wird Vermögensungleichheit, das ist ja ein Prozess, der sich immer weiter selbst beschleunigt. Genau, also ich glaube, auch da sind wir uns einig, dass sich das immer mehr verschiebt. Also, dass das System an sich so ist, dass die schon sehr, sehr reich sind, immer noch reicher werden, ja. Aber es die, ich sag mal, 50% der, ne, wenn wir jetzt uns so eine Bevölkerungsschicht angucken, die ersten 50% ja so gut wie gar kein Vermögen aufbauen und aufbauen können, beziehungsweise sogar noch Schulden haben. Ne? Also wäre da so dein Ansatz auf jeden Fall, die Spitzeneinkommen ein Stück weit mehr zu belasten oder vielleicht auch zu sagen, okay, wir müssen erstmal die, ja, alle Leute, die bis 100.000 verdienen, erstmal mehr entlasten. Wäre das nicht auch noch eine Idee? Gleichzeitig, also in so Gleichzeitig. einer Steuerreform, die wir aus beides gleichzeitig machen. Also man kann ja die Freibeträge in der Einkommenssteuer ein bisschen hochsetzen. Der liegt aktuell ja bei 10.000 Euro im Jahr, den kann man ruhig auf 20.000, 25.000 Euro raufsetzen. Bevor man Dann, überhaupt Steuern zahlt, ne? Meinst du, genau. ja, dann Einkommenssteuer. Also Einkommenssteuer. Mehrwertsteuer beispielsweise, die zahlt ja jeder. Das heißt, die könnte man, das langfristige Ziel muss sein, die komplett abzuschaffen. Da ist aktuell noch EU-Recht im Weg. Man kann sie maximal auf 10% senken, beziehungsweise den ermäßigten Mehrwertsteuersatz, den kann man neuerdings tatsächlich komplett streichen. Das hat die Linksfraktion auch beantragt und das wurde tatsächlich nur von der AfD unterstützt. Also nur AfD und Linke haben das gefordert. Die gesamten Regierungsparteien und die CDU, die waren dagegen. Da sind bestimmt auch ein paar Linke im Dreieck gesprungen, als die AfD das unterstützt hat. Da fragt man sich, wo war da die Brandmauer? Ja, aber ja. Ja, die haben schon beide eigene Anträge eingebracht, aber sachlich stand das Gleiche drin. Also es wäre jetzt egal, welcher von beiden Anträgen du, also AfD hat dann noch ein paar andere Steuersenkungen dazu gefordert. Ist ein bisschen komplizierter, hatte ich alles in einem Video auf meinem Kanal vor über einem Jahr genauer aufgelistet, wer da was gefordert hat und wie dann die Redebeiträge der Regierung waren. Die waren nämlich wirklich unterste Schublade. Also erstes Argument, ja, der Handel gibt das überhaupt nicht weiter. Also es ist falsch. Gerade bei Lebensmitteln gibt der Handel das besonders stark weiter. Also gerade da würde es besonders schnell bei den Verbrauchern ankommen, da wir eben da so einen starken Wettbewerb haben. Vor allem Unternehmen wie Lidl oder Aldi ihre gesamte Strategie darauf aufbauen, dass sie alles möglichst billig machen. Dann nächstes Argument, ja, wir brauchen das Geld ja für andere Sachen, beispielsweise für die Kindergrundsicherung. Hast du ja gesehen, wie viel da jetzt in der Ach, Kindergrundsicherung das angekommen ist. ist. Ja, Das war auch nachdem man wieder etwas. ein Treppenwitz der Geschichte, ne? Was haben Sie da jetzt? 3 Milliarden? Also, das ist auch wieder so Die lächerlich. FDP blockiert es. Und die FDP blockiert es aktuell noch. Also nachdem sie es beschlossen hatten.
Ja. Aber es ist so, ich weiß nicht, ich merke das immer mehr, es zieht sich so durch ganz, ganz viele politische Bereiche, dass so sehr stark an den Symptomen rumgedoktert wird, ne? Und ja, du hast gesagt, vorhin, die SPD belügt die Leute. So weit würde ich nicht gehen, ne? Also ich glaube, die machen einfach. Ja, die können gar nicht anders, weil sie sich an so große Reformen, ich weiß nicht, nicht rantrauen, oder dann wieder einer kommt und sagt, nein, wir können doch jetzt nicht mehr belasten, Also, ne? wenn du beispielsweise sagst, wir wollen 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen und Ja. dann bei der Bundesbank jemanden namens Joachim Nagel hinsetzt, der alles dafür tut, dass die Zinsen so stark wie möglich erhöht werden, bis verantwortlich ist für den Absturz der Baubranche und dann dich weigerst, staatlich diesen Rückfall des privaten Wohnungsbaus durch staatlichen Wohnungsbau auszugleichen. Ich meine, das könnte jetzt SPD ja auch machen. Zu sagen, so Schuldenbremse muss weg oder wir machen Sondervermögen oder was auch immer. Also für die Aufrüstung hat es ja auch Stimmt, gereicht. da waren sie da, die 100 Milliarden, Also oder sind da da. traut man sich an große Projekte. Also wenn man das da nicht macht, sondern dann sagt, ja, da stürzt der Wohnungsbau eben ab, passiert, ja, dann belügt man einfach die Leute. Und das Traurige ist ja, dass viele Medien darüber nicht richtig aufklären. Also dass sie diesen Zusammenhang, SPD setzt sich für Zinserhöhung ein, Zinserhöhungen schaden, also sorgen für den Absturz des Wohnungsbaus. Deswegen verfehlt die Bundesregierung ihre Ziele. Deswegen gibt es zu wenig Wohnungen, dass die diese Verbindung nicht vernünftig erklären. Vielleicht ist es denen auch zu kompliziert. Kann ja auch sein. Und die berichten dann lieber Also da das wäre darüber, traurig. dass die berichten dann da lieber darüber, dass Olaf Scholz eine Augenklappe jetzt trägt. Das ist ja auch so ein bisschen dieser, ja, Boulevardjournalismus vielleicht nicht, aber es ist schon so, ne, man guckt dann eher auf solche Sachen, anstatt wirklich die Zusammenhänge besser zu erklären. Ich meine, klar, jetzt werden wieder einige denken, ja, aber es gibt doch diesen und jenen Artikel. Natürlich gibt es diese Artikel, aber wir reden ja schon von Zusammenhängen, die auch bei der breiten Masse ankommen, ne? Auch wirklich mal tiefgründiger diskutiert werden. So verstehe ich dich, oder? Ja, wir reden von dem, was in der Tagesschau kommt. Wir reden von dem, was ZDF berichtet, was in der FAZ, in der Süddeutschen, im Spiegel steht. Also davon reden wir. Wir reden jetzt nicht davon, was auf den Nachdenkseiten im Makroskop, auf relevante Ökonomik, also so klein, also Nachdenkseiten sind ein bisschen größer, okay, aber so auf so kleineren Zeitungen passiert, die ein bisschen eine andere Sicht auf Wirtschaft haben. Wo läuft es denn noch in Deutschland politisch? Ja, bei der Aufrüstung, da läuft, also die Aktienkurse von Rheinmetall und Co., die sind doch deutlich gestiegen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Wenn, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werden die gestiegen sein, ne? Ich meine, das war ja auch wieder so ein bisschen, wir haben ja eben gesagt, Kindergrundsicherung ist ja gefühlt irgendwie auch nur ein Placebo, aber bei der Aufrüstung, ne, hat man ja so auch schon dieser Titel, irgendwie, man nennt das Sondervermögen, aber am Ende sind es ja einfach nur neue Schulden, die man so ne, quasi sich leiht von einer Bank. Der Titel ist gar nicht falsch. Der Titel ist gar nicht falsch. Also das, was der Staat da ausgibt, das landet ja dann auf den Konten der Rüstungshersteller und dort ist es dann Vermögen. Ja, Also aber faktisch nehmen Schulden wir sind immer neue Schulden Vermögen. auf. Ja, aber jeder Schuld steht immer ein Vermögen entgegen. Deswegen unterminieren zusätzliche Staatsschulden auch nicht die Rückzahlungsfähigkeit des Staates. Das, was der Staat an neuen Schulden aufnimmt, das ist ja dann im Privatsektor ein Vermögen vorhanden. Das heißt, wenn der Staat dann die Schuldenlast wieder reduzieren wollte, was er auch nicht muss. Das ist ein Zusammenhang, der total wichtig zu verstehen ist, dass ein Staat eben volkswirtschaftlich denken muss und nicht einzelwirtschaftlich wie ein privates Unternehmen. Ich meine, jetzt hat Deutschland, ne, wir springen jetzt ein bisschen, ne, seht mir das nach, aber es ploppt gerade so in meinem Kopf auf. Jetzt hat Deutschland ja schon, boah, ich glaube, mittlerweile schon 2,3 Billionen Staatsverschuldung, vielleicht sind es auch nur 2,2. Und dann kommt ja immer auch so ein bisschen das Argument von Christian Lindner, ja, er muss ja die Schuldenbremse einhalten und er kann ja jetzt nicht noch mehr ausgeben für die Kindergrundsicherung und so. Ist das für dich auch ein Argument? Wäre es nicht an der Zeit, vielleicht auch mal auf Null zu kommen als Staat? Das ist unmöglich in der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Dazu komme ich gleich, aber nee, es ist kein Argument. Wieso war denn Geld für die Aktienrente beispielsweise da? Da hat man 10 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen, davon Aktien gekauft, diese Aktien als Vermögen gegengerechnet und gesagt, so, wir haben, also de facto hat man zwar Schulden aufgenommen, aber man hat das Vermögen einfach gegengerechnet, durch zum Buchhaltungstrick gesagt, so, das fällt nicht unter die Schuldenbremse. Bei der Aufrüstung hat man gesagt, 100 Milliarden Euro Sondervermögen.
Bei einigen Klimaschutzmaßnahmen hat man auch einen Sondertopf gemacht, wo man 60 Milliarden reingesteckt hat. Also also gab schon auch zahlreiche Sondertöpfe unter der GroKo. Also man umgeht die Schuldenbremse immer dann, wenn es politisch opportun ist. Während Corona, da hat man es einfach ganz transparent und offen ausgesetzt. Das wäre das, was ich jetzt auch fordern würde. Also, dass man einfach sagt, so, wir setzen die jetzt so lange aus, wie wir das Ende der Legislaturperiode. Die nächste Regierung kann dann auch sehen, was sie macht. Das ist jederzeit mit einfacher Mehrheit im Bundestag möglich. Dafür zu brauchen es keine Verfassungsänderung. Also, das kann die Regierung jederzeit tun, wenn sie es denn wollte. Will sie aber nicht, das sehen wir ja gerade. Aber dann natürlich in andere Sachen investieren und nicht vielleicht unbedingt in Rüstung 100 Milliarden, oder? Ja. Also, ich sehe auch nicht, wozu wir das brauchen. Also, wer bedroht uns denn? Ja, aber jetzt nochmal zu deinem anderen Punkt. Du hast ja gesagt, wir sollten die Schuldenlast auf null reduzieren. Also, beziehungsweise es wäre ja nochmal eine Überlegung, die auf null zu reduzieren. Weil ich habe letztens, ich sag dir auch warum noch, bevor du antwortest, ich habe letztens irgendwo gelesen, entweder war es auch Tagesschau oder irgendeinem FAZ, ich weiß nicht mehr genau, ist auch egal, dass allein Deutschland jedes Jahr 30 oder 40 Milliarden an Zinsen schon zahlt. Und als ich diese Zahl mal wieder so ein bisschen in meinem Kopf hatte, dachte ich so, boah, was, das ist ja fast so viel wie der Haushalt, der Verteidigungshaushalt. Der ist, glaube ich, bei 55 oder 65 Milliarden. So, das ist so viel, was man machen könnte. Und wir kleckern da mit 3 Milliarden für eine Kindergrundsicherung rum, was faktisch nichts ändern wird an der Tatsache, dass Millionen von Kindern in Armut aufwachsen. Ja, aber das liegt auch an der Art und Weise, wie Staatsschulden in unserem System finanziert werden. Also die Bundesregierung, die muss Staatsanleihen an die Bietergruppe Bundesanleihen, das ist so eine Gruppe großer Banken, verkaufen und die können das dann auf dem Sekundärmarkt weiterverkaufen. Und diese Banken, die wollen natürlich Zinsen haben, wenn die EZB ihnen nämlich höhere Zinsen bietet. Also immer wenn die EZB die Zinsen erhöht und die Banken sich da teurer Geld leihen müssen, dann wollen sie von der Bundesregierung natürlich auch höhere Zinsen haben. Das heißt, wenn die EZB die Zinsen wieder auf null oder sogar auf minus 0,5%, sie hat ja den Einlagezins auf minus 0,5% senkt, dann wollen die Banken von der Bundesregierung auch wieder keine Zinsen mehr haben. Das heißt, die EZB entscheidet da erstmal darüber, wie hoch der Zinssatz ist, den die Bundesregierung an die Banken zahlen muss. Und es wäre technisch ohne Probleme möglich, dass die Bundesregierung sich das Geld direkt zinsfrei von der EZB leiht. Also technisch gäbe es da kein Problem. Es ist nur politisch verboten, weil der Vertrag von Maastricht halt sagt, die EZB darf den Regierungen nicht direkt Geld leihen. Also das ist ja so eine neoliberale Vorgabe, die hat man, als die Eurozone gegründet wurde, dann die Verträge geschrieben und die steht da bis heute drin. Dafür gibt es technisch überhaupt keinen Grund. Das ist ja politisch gewollt. Einerseits beschert man der Bankenbranche so zusätzliche Profite, andererseits schränkt man so die Handlungsfähigkeit der Staaten ein. Ja, das läuft ja in Amerika mit der Federal Reserve, glaube ich, ein bisschen anders, ne? Da haben die nicht so krass diese Beschränkungen, meine ich. Ja, aber da verdienen Banken auch mit. Ja. US-Staatsanleihen müssen ja auch Zinsen gezahlt werden. Ja. Also für dich, Aber ja. nochmal Sag. zurück zu deinem Punkt, warum geht das nicht, die Staatsanleihen auf null zu reduzieren? Wenn der Staat keine Schulden mehr hätte, dann müsste er ja all die Schulden, die er jetzt hat, abbauen. Das heißt, er müsste Einnahmeüberschüsse machen. Einnahmeüberschüsse des Staates bedeutet Defizite in der Privatwirtschaft. Das heißt, der Staat müsste entweder die Steuern erhöhen oder er müsste seine Ausgaben senken. Das bedeutet weniger Einnahmen für die Privatwirtschaft, beziehungsweise durch höhere Steuern höhere Ausgaben. Wo soll das Geld herkommen? Also die Privathaushalte in Deutschland, die sparen. Also die haben eine positive Sparquote, die legen jeden Monat Geld zurück. Das heißt, sie entziehen der Wirtschaft jeden Monat Geld. Die privaten Unternehmen, die sparen in Deutschland mittlerweile, in den letzten 2 Jahrzehnten zumindest, sparen sie auch die ganze Zeit. Das heißt, auch die legen Geld zur Seite. Woher soll also das Geld kommen, das an den Staat geht? Einmaliger Lastenausgleich. Ja, da würdest du die Sparquote der privaten Haushalte ins Negative treiben. Das wäre halt eine Vermögensumverteilung von Privat zu Staat, aber das würde sich politisch in der Höhe erst recht sehr schwierig durchsetzen lassen. Aber könntest du machen, aber danach hättest du wieder das gleiche Problem. Also danach hättest du immer noch das Problem, die Unternehmen sparen, die Privathaushalte sparen auch. Also aktuell das Ausland ist in Deutschland netto Schuldner, weil wir so hohe Leistungsbilanzüberschüsse haben, weil wir uns Exportvorteile erschummelt hatten. Das ist ein anderes Thema. Ja. Aber ja, es gibt niemanden, der sich aktuell verschulden kann, und das außer den Staat. Also diese Rolle des
Desjenigen, der sich verschuldet, die haben früher die Unternehmen übernommen und das kann aktuell nur der Staat machen, weil die Unternehmen diese Rolle aktuell nicht übernehmen wollen, da sie ja keine, da sie halt Nettosparer sind. Das ist etwas, was man empirisch in fast allen Industrieländern in den letzten Jahrzehnten ziemlich gut beobachten kann. Aber was wäre denn dann die Lösung? Weil ich meine, man kann ja auch, ich sag mal jetzt dem einfachen Bürger, nicht mal ich sehe einen Sinn darin, dass wir jedes Jahr über 30 Milliarden den Banken in den Arsch schieben, für eigentlich für was? So, womit man sehr viel besser irgendwas machen könnte. Ne? So, wie gesagt, es gibt in unserem aktuellen Geldsystem, also wenn wir jetzt nicht die Eurozone reformieren, wie gesagt, die EZB könnte den Staaten das Geld einfach so leihen, und wenn das politisch erlaubt wäre, wäre das möglich. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir setzen einen Bundesbankpräsidenten zur EZB, der dort lauthals für Zinssenkungen und niedrige Zinsen trommelt. Also aktuell haben wir ja das Gegenteil da sitzen. Und weil Deutschland so ein großes, bedeutendes Land ist, würde der auch ja, großen Einfluss ausüben, zumal die Südeuropäer ja auch eher für niedrige Zinsen sind. Also das könnte das Gewicht in der EZB schon bedeutend verschieben. Oder wir verstaatlichen das Bankensystem in Deutschland, zumindest die Banken, die zur Bietergruppe Bundesanleihen gehören. Dann würden die Banken, die die Zinsen vom Staat bekommen, diese Zinsen würden dann wieder quasi in Staatsbesitz wandern. Das heißt, wir hätten linke Tasche, rechte Tasche. Also zumindest könnte sich nicht die Bank auf, ich sag mal, relativ einfache Art und Weise, indem sie dem Staat quasi Geld leiht, sich einfach bereichern. Ne? Ja. Jetzt ist ja Staatsverschuldung ist ja nur ein Thema. Wir haben eben über Löhne gesprochen. Wir haben ein Stück weit natürlich in dem Zusammenhang ja auch das Thema Armut angesprochen. Wie schätzt du so die gesellschaftliche, die soziale Schieflage in Deutschland grundsätzlich ein? Wie würdest du das bewerten? Die Vermögensungleichheit ist in Deutschland traditionell relativ hoch. Die ist durch die Reformen der letzten Jahre auch noch weiter gestiegen. Und die Einkommensungleichheit, die ist etwas geringer, aber auch die ist mit der Agenda 2010 natürlich etwas gestiegen. Und wir haben jetzt durch den Mindestlohn tatsächlich gesehen, dass die niedrigen Einkommen seit 2015 tatsächlich wieder leicht begonnen haben zu steigen, aber das dürfte durch ja, den aktuellen Reallohnverlust angesichts der Preissteigerung wieder pulverisiert worden sein. Das heißt, wir sehen in den unteren 10-20% in den letzten 30 Jahren fast keine Bewegung bei den Einkommen. Das heißt, die soziale Schieflage ist noch größer geworden. Hohe Löhne dagegen, also Löhne von Managern, Löhne von gut qualifizierten Angestellten, die sind stärker gestiegen. Das heißt, die Lohnhierarchie hat sich gespreizt. Also so bezeichnet man das. Das heißt, wie gesagt, niedrigen Löhne sind so gut wie gar nicht gestiegen. Die hohen Löhne sind sehr stark gestiegen. Das heißt, dass das auseinandergeht. Da wäre der Mindestlohn ein sehr gutes Instrument, um das wieder zusammenzuführen. Mindestlohn als ein Instrument hatten wir ja. Oder halt Entlastung, ich sag mal, der, ja, ob es jetzt bis 50.000 Euro brutto oder bis 100.000, kann man ja drüber streiten, aber auf jeden Fall eine deutliche Entlastung der arbeitenden Mittelschicht, nenne ich es jetzt mal. Ne? Ja, das geht vor allem durch die Mehrwertsteuer und die Sozialbeiträge. Also die Sozialbeiträge, da gibt es ja eine Beitragsbemessungsgrenze, die könnte man abschaffen. Wäre auch sinnvoll. Und die Mehrwertsteuer, die gehört eindeutig so weit wie möglich gesenkt und langfristig ganz abgeschafft. Jetzt hast du am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ne, du fühlst dich von keiner politischen Partei vertreten. Wir haben jetzt so ein, zwei Parteien angerissen. Ja, ich merke auch schon, oder ich weiß es in dem Fall, dass die AfD für dich auch keine Alternative ist. Ist das so? Ja, also die fordert halt auch Steuersenkung, vor allem für die Reichen. Und ich weiß nicht, wie glaubwürdig ihre jetzige friedenspolitische Wandlung ist. Also anfangs war die AfD ja auch so eine transatlantische Partei. Das hat sich ja in den letzten Jahren durch das Leute wie Lucke oder Meuthen rausgeflogen sind, auch ein bisschen geändert. Aber ich traue dem nicht so ganz. Zumal die AfD ja in einigen Bundestagsabstimmungen für Bundeswehreinsätze gestimmt hat, für die Anschaffung von Kampfdrohnen, für die Aufrüstung, zumindest ein Teil der Fraktion. Also das ist auch sehr gespalten. Aber ich glaube halt, dass sich in einer Koalition mit CDU und FDP da eindeutig die Leute durchsetzen würden. Die für Aufrüstung wären. Ja, ganz eindeutig. Beziehungsweise für Aufrüstung ist die AfD ja sowieso, die Frage ist, ist diese Aufrüstung, also wozu dann diese Aufrüstung? Richtet sich diese Aufrüstung dann gegen Russland? Und diese, also ist das quasi eine weitere Aufrüstung der NATO, um quasi einen Konflikt mit Russland weiter zu suchen?
Oder ist das eine Aufrüstung im Sinne von, ja, wir Deutschen, wir geben jetzt endlich mal Geld aus und haben wieder eine eigene Armee, die wir dann nicht einsetzen, was ich auch nicht glaube. Also das wäre auch ein bisschen widersprüchlich. Wofür sollte man sich ganz viele Waffen anschaffen, wenn man sie dann nicht einsetzt? Ja, klar, ne? Und aber gut, ich höre raus, wäre für dich auch keine Alternative aus friedenspolitischen Gründen und sozialpolitischen Gründen, kann man ja so grob zusammenfassen, ne? Und weil wahrscheinlich auch wenn es die AfD wahrscheinlich anders sagt, die AfD keine Sozialpolitik nach deinen Vorstellungen machen würde. Ne? Also wirklich die Frage nach der, ja, die soziale Frage stellen im Sinne von, wie kommt man überhaupt hin zu einem System, was für Ausgleich sorgt und nicht dafür, dass die, die gar nichts haben, überhaupt nicht rauskommen aus dem Hamsterrad und die, die oben schon sehr, sehr viel haben, immer noch mehr obendrauf geschüttet bekommen. Ja, du musst dir mal Reden von AfD-Politikern angucken. Wann reden die mal über Lohnpolitik? Wann reden die mal über Rentenpolitik? Da kommt dann meistens nur, die Ausländer machen unser Sozialsystem kaputt. Und das ist keine vernünftige Analyse. Ja, vor allem ist es ja auch wieder so ein bisschen, man spielt irgendwie die Schwachen gegen die im Zweifel noch Schwächeren aus. So, das glaube ich, kann auch nicht die Lösung eines vernünftigen gesellschaftlichen Zusammenlebens sein und einer vernünftigen Gesellschaftspolitik. Nee, absolut nicht. Zumal Migration nach Deutschland ja innerhalb der Europäischen Union sehr, sehr einfach ist. Also ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die AfD das beenden wollte. Das würde in der deutschen Wirtschaft riesigen Sturm auslösen. Ich meine, die Unternehmen haben ja alle davon profitiert, dass sie billige osteuropäische Arbeitskräfte in den letzten 30 Jahren importieren konnten. Das geht ja immer noch so weiter, obwohl diese Länder, Bulgarien, Rumänien, die baltischen Staaten, die Ukraine, Polen, also Polen nicht mal, Polen hat nämlich billige Migranten aus der Ukraine importiert in den letzten Jahrzehnten. Also die sind komplett ausgeblutet. Und es geht immer so weiter. Die Auswanderung, die hört nicht auf, die verlangsamt nicht, sich nicht, die geht konstant so weiter. Jetzt haben wir ja noch vielleicht, ne, FDP, gut, du hast am Anfang gesagt, ne, Christian Lindner ist auch nicht so deins, ne? Also FDP käme politisch auch nicht in der Frage, ne? CDU auch nicht. 16 Jahre Merkel war zu viel. Also ganz ehrlich, Merkel hat keine schlechtere Politik gemacht als die Ampel. Also ich war mit Merkel absolut nicht zufrieden. Das Einhalten der schwarzen Null, ihr Verhalten in der Euro-Krise, also die Rente mit 67, die Erhöhung der Mehrwertsteuer, also da gibt es viele Maßnahmen, die sich da nennen ließen. Dann ab 2014 diese konfrontative Politik gegenüber Russland, das finde ich alles nicht gut, aber es ist absolut kein Vergleich zu dem, was die Ampel da jetzt veranstaltet. Das ist ja nochmal Merkel auf Speed quasi. Das ist nochmal alles, was da schon falsch lief, nochmal komplett übersteigert. Ja. Ich meine, du hast am Anfang Zumal gesagt, ja. ein Thema hatte ich noch gar nicht erwähnt. Merkel hat ja bei so gesellschaftspolitischen Themen immer versucht, irgendwie so einen Konsens zu suchen. Beispielsweise bei der Ehe für alle, da hat sie so lange gewartet, bis es da quasi eine gesellschaftliche Mehrheit gab. Und dann hat sie das so langsam so vorsichtig gesagt, jetzt könnten wir das mal im Bundestag abstimmen. Und da hat der Bundestag das sofort durchgewunken. Aber sie hat persönlich Aber hat sie gegen gestimmt. ja, ich sag ja, die hat Ja. versucht, da noch so eine moderierende Rolle zu machen bei solchen Kulturkampfthemen. Ja. Aber die Ampel, die versucht ja wirklich alles, was quasi im grünen Parteiprogramm steht, da durchzupeitschen. Also beispielsweise dieses Selbstbestimmungsgesetz, wo es ja auch von feministischer Seite total viel Kritik von gibt. Das muss durchgepeitscht werden und jeder, der da auch nur die leiseste Kritik dran äußert, der ist gleich transfeindlich. Also das ist ja da ja die Argumentationsrichtung und das ist schon ja krass. Also so spaltet man auch die Gesellschaft. Das ist auch etwas, was man so nicht durchziehen sollte. Ja, das ist so, das ist aber auch so ein Muster, was mir so aufgefallen ist bei verschiedenen Themen, egal ob das jetzt die Corona-Zeit ist, das Thema Krieg und Frieden oder weiß ich nicht, jetzt das Selbstbestimmungsgesetz. Ne? Man muss immer entweder so komplett dafür sein, so es gibt irgendwie, weißt du, mir fehlt so dieses Dazwischen im Sinne von, ja, ich, ey, so eine neutrale Position, aber dass die andere Seite dann trotzdem das so akzeptiert und sagt so, ja, okay, ist cool, ne? So das fehlt mir irgendwie. Ich glaube, wir könnten solche Konflikte am besten lösen, wenn wir da einfach drüber abstimmen würden. Also wenn man nicht sagt, also dass irgendwie im Bundestag abstimmt und dann je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse gerade zusammengewürfelt sind, dass die dann entweder die Grünen ihr Parteiprogramm durchziehen oder wenn sich der Wind mal dreht, dann die AfD ihr Parteiprogramm durchziehen kann, sondern dass man einfach Volksabstimmung darüber macht. Also dann würde sowas wie die Ehe für alle wahrscheinlich beibehalten werden, gehe ich mal ganz stark von aus. Denke ich Sowas wie das auch, ja. Selbstbestimmungsgesetz. Ich weiß jetzt nicht, wie die Umfragen da sind, aber das könnte vielleicht sogar scheitern. Also. Da greifst du schon meiner nächsten Frage vorweg. Das heißt, du bist auch so ein bisschen ein Fan von mehr direkter Demokratie, ja?
Absolut. Also bei, wie gesagt, bei solchen Kulturkampfthemen, da würde das auf jeden Fall für Beruhigung sorgen. Beziehungsweise Selbstbestimmungsgesetz ist ja schon kein Kulturkampf mehr. Das ist ja wirklich ja, eine krasse Änderung, wie man das, überhaupt auf das Geschlecht blickt. Also da hätte man vorher ja gesagt, ja, das ist eher biologisch determiniert und jetzt, ja, man kann das jedes Jahr einmal wechseln, je nachdem, wie einem gerade danach ist. Also. Aber du weißt ja nicht im Kriegsfall. Da geht's nicht. Ja. Und allein das zeigt ja schon so die Absurdität, weil ich meine, ey, wen das betrifft, okay, ne, wenn es euch damit wirklich besser geht und die Einzelperson davon profitieren kann, ey, dann bin ich der Letzte, der da sagt, nein, aber wie viele Menschen betrifft das so, ne? Und Ja, das ist ein absolut kleiner Prozentsatz und ja. die haben sie sich ja in den 80er Jahren jetzt als Transsexuellengesetz eingeführt haben. Ich kann mich mit dem Thema jetzt nicht so aus, aber da werden die sich doch was bei gedacht haben. Die haben sich doch damals, als sie es eingeführt haben, nicht gedacht, Mensch, wie können wir jetzt Transmenschen ärgern? Also wie können wir die möglichst hart diskriminieren? Also das war SPD-FDP-Koalition, glaube ich, die das eingeführt hat. Also, damals hat man sich ja schon gedacht, wie können wir diese Menschen inkludieren? Wie können wir das aber so machen, dass das möglichst gesellschaftlich verträglich ist? Und das jetzt, und bestimmte Härten, die wurden ja dann beispielsweise durchs Bundesverfassungsgericht da auch rausgenommen. Also, dass es noch einfacher wurde, dann das Geschlecht zu wechseln. Und das war doch eigentlich ein gesellschaftlich guter Kompromiss, den wir hier jahrzehntelang hatten. Und jetzt kündigen die Grünen den einfach auf und wollen quasi ihr Parteiprogramm zum Gesetz machen. Ja, und vor allem habe ich so das Gefühl, ich meine, ne, wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, wenn das dem Einzelnen hilft, ne, bin ich der Letzte, der da sagt, nein, aber ist das nicht, haben wir nicht größere Probleme? Ja, stimmt. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Also mein Problem ist ja, dass vor allem die Gesellschaft so spaltet, wenn man dann diese Debatte so radikal führt, wie die Grünen das gerade machen. Ja. Grüne auch keine Option, merke ich schon. Bleibt ja nicht mehr viel übrig im Parteienspektrum. Ich habe jetzt gestern was oder vorgestern mal wieder mir die aktuellen Umfragen angeguckt und habe festgestellt, dass die Freien Wähler auch auf einer Bundesebene immer mehr an Zulauf bekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die bei der nächsten Bundestagswahl, also du hast es ja vorhin kurz genannt, 25, ne? Doch, 25 ist die nächste, ne? 25, ja. Ja, genau, 25 reinkommen könnten. Sind die eine Alternative für dich? Nein, sind sie nicht, aber ich fände es gut, wenn sie reinkommen, da dass die CDU schwächt. Also die CDU, die ist ja aktuell stärkste Partei und es wäre gut, wenn sich das konservative Spektrum noch weiter zersplittert, wenn es da möglichst viele Parteien gäbe, dass da nicht so die eine große Partei wie die CDU ist, an der dann keiner mehr vorbeikommt, sondern wenn sich das zersplittert. Und es auch innerhalb dieses Lagers mehr Konflikte gibt. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Auf der linken Seite würde ich mir das Gegenteil wünschen. Also wie gesagt, SPD, Grüne, Linke. Ich hoffe, dass diese drei Parteien untergehen und da eine neue, vereinigte, neue Formation hochkommt. Also in Frankreich haben wir das ja schon gesehen. Da hat Jean-Luc Mélenchon nicht auf Kompromisse gesetzt mit der alten sozialistischen Partei, sondern er hat immer außerhalb dieser Partei agiert. Und dann ist er 2017 und 2022 jeweils der stärkste linke Kandidat geworden und er war immer so stark, bis 2022 die Sozialisten keine Wahl mehr hatten, als sich hinter ihm zu vereinigen und ein Wahlbündnis, das von ihm angeführt wurde, beizutreten. Also Mélenchon hat in Frankreich ziemlich gut in ziemlich kurzer Zeit gezeigt, dass man mit so einer kompromisslosen Strategie, die auf die ja erstmal Zerstörung dieser alten Parteien beziehungsweise auf deren Übernahme abzielt, wirklich weiterkommt, als mit dieser Anbiederungsstrategie, die die Linkspartei hier in Deutschland jetzt fast 20 Jahre probiert hat. Also die Linkspartei ist ja auch gespalten. Ich glaube, es gab nur bei einer Bundestagswahl, boah, ich weiß nicht mehr, ob es 2013 war oder die davor, gab es, glaube ich, mal eine hauchdünne Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Na, aber Ne, es gab ansonsten. 2005 und 2013. Und es Ja, gab 8 Jahre okay. lang rot-rot-grüne Mehrheiten. Die Ja. SPD und die Grünen wollten es nie. Also Genau. das zeigt auch, dass diese zwei Parteien kein Interesse an der Politikwechsel haben. Die Linke war immer koalitionsbereit. Aber Es gab die. nie einen Grund, die Koalition nicht einzugehen. Also Gysi hat hinter den Kulissen, das wurde von WikiLeaks geleakt, das ist ganz lustig, hat Gysi gesagt, dass die Linke sogar nicht mal aus der NATO ausgetreten wäre. Also diese außenpolitischen Forderungen hätte sie auch größtenteils fallen gelassen. Es war dann ziemlich peinlich, als das rausgekommen ist, aber er hat sogar gesagt, ah ja, das haben wir nur, um diese paar Extreme in der Partei ja, zu zu beruhigen. wer Wir sind eigentlich ganz friedlich, wir wollen nur, dass eine andere Wirtschaftspolitik gemacht wird.
Also die Linke war immer koalitionsbereit, sie war extrem kompromissfähig und mittlerweile ist sie ja komplett auf diesem Kurs, wir werden die zweite grüne Partei. Und ja, das führt halt in den Untergang. Ein Kurs, der auf Kompromisslosigkeit setzt, der darauf setzt, diese zwei alten Parteien erstmal zu zerstören, beziehungsweise jetzt drei alten Parteien, also die Linke ist jetzt natürlich auch erstmal Gegner, der ist wesentlich erfolgversprechender. Ja, das, was du sagst mit, dass es eigentlich immer an SPD und Grüne lag, das habe ich auch mal in einem Interview mit Marco Bülow gehört. Wirst du vielleicht vom Namen auch erkennen. Der war ja auch mal lange für die SPD im Bundestag und ist dann ausgetreten, weil er einfach gesagt hat, ey, das ist keine sozialdemokratische Politik mehr und ist jetzt, soweit ich weiß, bei Martin Sonneborn in die Partei. Und der hat exakt das geschildert, was du auch gesagt hast, dass es immer an der SPD und die Grünen wollten das nicht. Ne? Ja. Linke gespalten, wahrscheinlich auch schon länger gespalten. Ne? Wenn man sich so jetzt kommt das Thema natürlich ein bisschen hoch im Zusammenhang mit Sarah Wagenknecht natürlich, die aller Voraussicht nach, ja, tut sich ja was im Parteienspektrum und es wird sich wohl was Neues ja ergeben. Wie du hast eben gesagt, ne, die drei Parteien werden untergehen, sollen untergehen, müssen untergehen, damit was Ich Neues, hoffe es. Also, du hoffst sie es. werden wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, aber man hat in Frankreich gesehen, dass es deutlich schneller gehen kann, als man zuerst denkt. Und vor allem die SPD und die Linkspartei, die haben keine richtige Wählerbasis mehr. Also, die SPD, die muss ihrer Basis ja irgendwas vorspielen. Also, die Grünen, die haben ja wirklich so eine ja, Ja. besser gebildete Schicht, die sich moralisch überlegt. Also, ich will jetzt nicht die Wähler der Grünen haten, aber so ein gewisser Anteil der Wähler, der fühlt sich ja schon moralisch ein bisschen dem Rest der Bevölkerung überlegen und dem können die Grünen dieses Lebensgefühl wahrscheinlich verkaufen. Also kann es sein, dass es da 5% der Bevölkerung gibt, die tatsächlich wählen würde, selbst wenn sie das alles durchschauen würde. Aber SPD und Linke, also ich sehe nicht, wo die ihre Wähler langfristig herkriegen sollen. Ich habe das auch nee, vielleicht vorher noch ein Satz zu den Grünen. Ich meine, die Grünen sind ja auch die Partei mit den einkommensstärksten Mitgliedern, ne? Also daraus resultiert das bestimmt auch ein Stück weit, dass sich jetzt diese Menschen, und wir wollen, by the way, überhaupt niemanden haten in irgendeiner Form oder diskriminieren, sondern wir reden ja einfach nur drüber, dass sich die das auch ein Stück weit leisten können, ne? Und zur SPD, mir ist schon auch in vielen Umfragen aufgefallen, dass die SPD teilweise 5 Prozentpunkte einbüßt und bei der AfD 4 oder 5 oder 6 draufgehen. Also verschiebt sich da auch ein Stück weit die Wählerbasis der SPD hin zu einer vermeintlichen Alternative. Ja, also die enttäuscht sind, die wählen gar nicht mehr oder AfD. Also ihnen bleibt ja aktuell nichts anderes übrig. Gibt ja keine Alternative, die sie wählen können. Also klar kann man sich irgendeine Kleinstpartei suchen, aber das macht keiner. Also wenn die Medien dann groß drüber berichten, dass es jetzt diese Parteien gibt, wenn es da keine geeinte Partei gibt, dann ja, wählt die keiner. Also wir haben ja in Deutschland, das ist ja auch, ist ja nicht mal eine linksradikale Partei, zu der man gehen könnte, wenn man jetzt links, also wenn man jetzt wirklich sagen würde, so dieses ganze System geht mir auf den Sack. Dann gibt es ja nicht mal eine kommunistische Partei, wo man sagen könnte, so, ich will den gesamten Kapitalismus abschaffen, jetzt reicht's mir. Gibt's keine Sondern da mehr? gibt es ja Echt drei so? verschiedene. Es gibt die DKP, die MLPD und die SGP. Das heißt, wenn man selbst wirklich abgefuckt vom gesamten System wäre, hätte man nur so eine kleinen sektiererischen Parteien, von denen keine Chance hatte, irgendwie irgendwann mal ins Parlament zu kommen. Also selbst die können sich nicht mal auf ein Programm einigen. Und ja, in so einer Situation hast du als Protestpartei dann letztlich nur noch die AfD. Ja, ist schon traurig, ne, diese Erkenntnis. Aber ich glaube, es ist auch so, wie du sagst, und es fehlt da, und da sind wir schon bei, ja, auch einem unserer Themen, wo wir, glaube ich, auch versuchen, dass sich da was gründet. Es ist eine große Repräsentationslücke im System. Also sie war vorher schon da, wenn man nur den Teil der Nichtwähler nimmt, was bei Bundestagswahlen 20 bis 30% sind, aber auch bei EU-Wahlen, da hast du ja eine Wahlbeteiligung von vielleicht 50, 60%, ne? Also das ist schon sehr, sehr groß. Und dazu, Ja, aber ja. warum ist die so gering? Also zu diesen EU-Wahlen. Über was stimmst du denn da ab? Der normale Bürger würde sagen, über die Gurkenkrümmung. Na, über, ja, du fasst es gerade schon so schön zusammen. Du stimmst über Parteien ab, die ins Europaparlament kommen und im Europaparlament gibt es dann keine stabilen Koalitionen oder so. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, für welche Machtoption du dich da entscheidest. Du gibst der Partei, die du sowieso immer willst, deine Stimme und du weißt dann nicht, was sie damit macht.
Genau, Also wenn du es da ist eine sehr abstrakte Wahl auch. Das würde ich auch so ja, man hat unterschreiben. das ja versucht zu personalisieren, indem man so gesagt hat, so wie mit Spitzenkandidaten Manfred Weber gegen Franz Timmermans, also bei der letzten EU-Wahl. Und dann hat man trotzdem im Hinterzimmer Die Uschi von von der der Leyen Leyen, ausgeprügelt. Ja, weil man die gerade von ihren ganzen Beraterskandalen, diesem Verteidigungsministerium hatte befreien musste. Die hat man dann einfach nach Brüssel weggefördert. Also hat die Wähler, also der Wähler quasi vor der Wahl das eine und nach der Wahl das andere erzählt. Und ja, das sorgt natürlich auch dafür, dass die Wähler dann nicht zur Wahl gehen. Also was sollen sie das, wenn das eh Merkel und Macron im Hinterzimmer entscheiden? Ja, vor allem, wenn dann noch solche Deals gemacht werden, wenn die Leute das Gefühl haben, die werden sowieso verarscht, wenn es noch hinzukommt, irgendwelche Beraterskandale, Maskendeals, irgendwelche, ne, bei den Grünen was, Greichen, Staatssekretäre, Vetternwirtschaft, ne, da kommt ja vieles zusammen und erzeugt, glaube ich, somit Ja. über die Jahre auch eine große, ja, Repräsentationslücke, wo sich die Menschen einfach nicht mehr abgeholt fühlen, oder? Ja, absolut. Also was heißt abgeholt fühlen? Wohin sollen sie denn abgeholt werden? Also Ja. das finde ich, sollten die Leute schon selber entscheiden dürfen. Wie gesagt, ich bin für Volksabstimmung und auf EU-Ebene, da könnte man halt sehr einfach für mehr Wahlbeteiligung, für mehr Mitbestimmung sorgen, indem man Direktwahl des EU-Kommissionspräsidenten anordnet. Also dass man sagt, so die 440 Millionen Europäer, so viel sind es, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch Nee, liege, irgendwas mit dürfen 400, jetzt, irgendwas, ja. ja, sind ja nicht alle wahlberechtigt, also Ja. sind ein bisschen weniger. Aber die dürfen jetzt über den EU-Kommissionspräsidenten entscheiden. Die dürfen jetzt sagen, wird Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon oder gar keinen Deutschen, der noch europaweit so bekannt wäre, Ja, dass das dann stimmt. irgend oder so beliebt. Also Angela Merkel ist ja in Südeuropa regelrecht verhasst. Also aus Deutschland nicht mal irgendwelche charismatischen Politiker, die man irgendwo in Europa kennen würde. Und das wäre auch eine Möglichkeit, um ein Stück weit, ja, vielleicht mal wieder ein bisschen Vertrauen bei der Bevölkerung zurückzugewinnen, indem man den Menschen halt auch wieder mehr Möglichkeiten gibt, direkteren Einfluss auf die Politik zu nehmen, oder? Aber ist das nicht, wir waren bei dem Thema mehr direkte Demokratie. In dem Fall wäre das ja auch für dich ein ganz gutes Instrument, um vielleicht auch wieder ja, Vertrauen zurückzugewinnen bei der Bevölkerung und vielleicht nicht nur über Personen in der EU-Direktwahl abzustimmen, weil nächste EU-Wahl ist ja auch schon nächstes Jahr im Juni, sondern vielleicht auch über Sachthemen, die die ganze EU betreffen, ne? Ob das jetzt Ja, definitiv. finanzpolitische Entscheidungen sind, ob das Sachen sind beim Thema Migration, was ja unglaublich, also ne, das ist ja die ganze, betrifft ja die ganze EU. Ja, definitiv könnte man da in ganz Europa drüber abstimmen. Also sollte man definitiv machen. Volksabstimmung auf EU-Ebene, Direktwahl des EU-Kommissionspräsidenten, das Wahlrecht zum EU-Parlament ein bisschen reformieren. Also der Punkt ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber dass da wirklich ein Wähler die gleiche Stimme hat wie ein Wähler aus einem anderen Land. Da sind die Stimmanteile ja völlig unterschiedlich gewichtet. Also da haben die Länder ja feste Anteile am Parlament, selbst wenn das eine Land eine 10-mal höhere Wahlbeteiligung hat als das andere. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ist ja innerhalb Deutschlands auch nicht so, dass die Bundesländer festgelegte Sitze haben, sondern in Deutschland zählt ja auch das Prinzip ein Mann, eine Stimme. Ja. Das sollte auf EU-Ebene natürlich auch gelten. Ja. Da muss man den Europäischen Rat definitiv entweder reformieren oder ja, abschaffen wird man da wahrscheinlich nicht können, aber zumindest dieses Abstimmungsverhalten reformieren, dass man da nicht mehr Einstimmigkeit braucht. Also so kann ja Malta jede Steuerreform blockieren. Das ist oder die Niederlande oder such dir irgendeine Steueroase aus, die du in der EU hast, Ich glaube, das die ist dann eine sagt, ich ja. wir wollen gegen Geldwäsche vorgehen, dann sagt Malta, nee, wollen wir nicht. Wir haben da noch so ein paar reiche Oligarchen, die wollen wir nicht vertreiben. Oder die Niederlande sagen, wenn man Amazon höher besteuern will, nee, 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 nee. Also wir wollen schon noch unseren Anteil an deren Steuereinnahmen, auch wenn die in völlig anderen Ländern Geschäfte machen. Also das, du hast ja wirklich einzelne Länder wie Irland, die einen riesigen Anstieg ihres Bruttoinlandsprodukts gesehen haben, die aber gleichzeitig gar keinen Anstieg ihres Bruttonationaleinkommens gesehen haben. Das heißt, also um das jetzt nochmal zu erklären, das bedeutet, das Einkommen der Iren ist gar nicht gestiegen. Aber die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die da angeblich produziert wird, die ist da schon gestiegen. Woher kommt das? Große Konzerne verschieben ihre Umsätze aus anderen EU-Ländern nach Irland und tun dann so, als hätten sie da irgendwas hergestellt oder verkauft, was gar nicht der Fall war. Das sieht man also sogar schon so deutlich in den volkswirtschaftlichen Kennzahlen, dass da BNE und BIP, also hatte ich ja gerade erklärt, dass die so krass auseinandergehen. Also das ist wirklich irre, für was für Verzerrungen hier
nicht vereinheitlichte Steuerrecht führt. Und das könnte man beispielsweise ganz einfach lösen durch eine europäische Unternehmenssteuer. Man sagt, man schafft die nationalen Unternehmenssteuern, die Gewerbesteuern, die schafft man alle ab. Und für alle Unternehmen in der EU gilt ein pauschaler Steuersatz von 30, 40, 50. Wie hoch er ist, das kann man ja dann auch abstimmen lassen. Aber es geht ein einheitlicher Steuersatz, der von Zypern bis Irland überall gleich ist. Das heißt, kein Unternehmen kann sich da irgendwie drum rumwinden, kein Unternehmen kann seine Gewinne in ein anderes Land verschieben. Die werden überall gleich besteuert. Ich höre so ein bisschen raus, du bist ja schon so ein Freund von dem ja, Europa, was ein bisschen einheitliche Standards hat. Vielleicht könnte man es so formulieren, ne? Ja, sozial und wirtschaftlich sollte jeder die gleichen Rechte haben und halt um Steuerdumping einfach zu verhindern, um zu verhindern, dass Unternehmen gar keine Steuern mehr zahlen oder fast gar keine, braucht man natürlich vereinheitliches Steuerrecht. Das ist einfach ein Gebot der Vernunft. Hast du das Und Gefühl, ja? beispielsweise bei der Lohnpolitik, da ist es ja wichtig, dass die Löhne in einem Land nicht zu lange stagnieren, weil es sonst Vorteile in der Exportindustrie hat und dann andere Länder niederkonkurriert. Also das hat Deutschland ja gemacht. Und so etwas, das zerstört letztlich auch Währungsunion. Also da so kann man auch keine gemeinsame Währung machen. Es sind ja nicht alle EU-Länder in der Eurozone, aber ein Großteil. Und wenn das so weitergeht, dass sich da Leistungsbilanzungleichgewichte aufbauen, also aktuell sehen wir ja, dass in einigen osteuropäischen Ländern die Löhne stärker steigen als im Westen. Das heißt, die werden über kurz oder lang Leistungsbilanzdefizite machen. Das heißt, deren Wettbewerbsfähigkeit wird sich verschlechtern. Die werden Schulden machen und dann werden wir da in 10 Jahren oder so die nächste Schuldenkrise haben. Also das ist ja kein dauerhafter Zustand. So kann die Eurozone nicht. Oder es wird dann so laufen wie aktuell in der Bundesrepublik, dass halt die stärkeren Länder, die schwächeren, so eine Art Länderfinanzausgleich auf EU-Ebene, dass es das geben wird. Ja, und das ist ja nicht gewollt. Also, und es wäre auch, glaube ich, nicht. Also, ja klar muss es auf Gesamt-EU-Ebene Transfermechanismen geben, aber so ein Ausgleich, wo wirklich Deutschland dann an Italien Geld bezahlt oder Deutschland an Estland oder so, wo wirklich direkt vom einen Land zum anderen Geld fließt, ich glaube, das lässt sich auf Dauer nicht durchsetzen, weil es halt dieses, ja, wir sind jetzt ein Nationalstaat, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das gibt es auf europäischer Ebene noch nicht. Ja. Und ja, Aber das wir ist auch brauchen nicht es doch, vernünftig. oder? Wir brauchen doch eigentlich ein, ich sag mal so, Ja. vereintes Europa als vielleicht auch neutraleren Pol in einer multipolaren Welt, oder? Auf jeden Fall brauchen wir das, aber da solltest du eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so setzen, dass kein Land große Defizite und keins große Überschüsse macht, sondern du solltest dafür sorgen, dass jedes Land sich an seine eigenen Verhältnisse anpasst, dass jedes Land eine Lohnentwicklung verfolgt, die eben zu seiner eigenen wirtschaftlichen Produktivität passt, dass jedes Land eben nur so viel konsumiert, wie es auch selbst produziert, also dass da keine Ungleichgewichte entstehen. Und da, wenn du es so machst, wie wir es aktuell machen, also dass jedes Land seine Lohnpolitik lustig selber gestalten kann und es sich eben lohnt, auf Deflation zu setzen, es sich eben lohnt, die Löhne zu drücken, solange hast du solche Ungleichgewichte. Das heißt, du bräuchtest da zumindest Rücksprachen oder irgendeinen Mechanismus, der dafür sorgt, dass einzelne Länder da nicht so stark aus der Reihe scheren. Und führt ja im Und wie gesagt, Zweifel auch wieder zu einer Spaltung zwischen Ländern in Europa und einer Spaltung der Europäischen Union insgesamt. Das Gleiche hast du ja beim Steuerrecht, das hatte ich ja eben schon gesagt, wenn einzelne Länder wie Irland oder die Niederlande die Steuereinnahmen überall aus der EU einfach abziehen und dann für sich verwenden und diese Steuereinnahmen dann in Griechenland, Italien oder Spanien fehlen, also hier in Deutschland, da sind wir ja finanziell wegen unserer Leistungsbilanzüberschüsse etwas besser gestellt, aber wenn die einfach in andere großen Ländern fehlen, dann führt das auch zu Ungleichgewichten. Und dann erzählen niederländische Politiker wieder ihrer Bevölkerung, wir arbeiten so hart, damit die faulen Südeuropäer sich ein schönes Leben machen können. Nee, die Niederlande bestiehlt ganz Europa dadurch, dass sie eine Steueroase ist. Also, das sind ja die Verhältnisse. Und dadurch, dass sie auch eine zu schwache Lohnentwicklung hat. Also, die Niederlande hat ja auch große Leistungsbilanzüberschüsse. Die hat ja eine ähnliche Politik gefahren wie Deutschland. Jetzt haben wir haben es vorhin kurz gesagt, im Juni nächsten Jahres, Juni 24, ist Europawahl. Es wird sich was bilden, ja, es wird eine neue Partei kommen. Ich glaube, wir sind wir beide bei 99%, dass das passieren wird, oder? In Deutschland? Ich hoffe es. Ich wäre richtig enttäuscht, wenn da nichts kommen würde. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich die Partei wählen dann. Was angenommen, es gibt so eine neue Partei, egal wie die heißt, aus wem die sich zusammenschließt, ne? Aber angenommen, es kommt so aus der Richtung, ne? Es gibt ja noch mehr Akteure in diesem Bereich, ob das jetzt eine Ulrike Gero ist, ob es
Sarah Wagenknecht ist und Gabriele Krone-Schmalz, Michael Lüders. Ne? Es gibt ja viele politische Akteure, die quasi schon, ja, andere Wege gehen wollen. Angenommen, so ein Zusammenschluss kommt, was würdest du sagen, was wären so die Kernthemen, auf die sich so ein Zusammenschluss konzentrieren sollte? Jetzt nur mal im Hinblick auf die Europawahl. Bundestagswahl ist ja noch mal ein Stückchen weg davon. Was du gerade gesagt hattest, ein starkes Europa in der multipolaren Welt. Das heißt, ein Europa, was endlich außenpolitisch wieder eigene europäische Interessen vertritt. Also beispielsweise keine Wirtschaftskriege gegen andere Länder beginnt. Also das geht jetzt nicht nur für Russland, das geht auch für den Iran. Also im Iran, da hatten wir wirklich einen wunderbaren Erfolg der Diplomatie unter Barack Obama noch als US-Präsident. Da haben wir dieses Atomabkommen geschlossen. Da hat das wirklich mal geklappt mit gezielten, international abgestimmten Sanktionen mit Russland, mit China, ein Land quasi dazu zu zwingen, auf Atomwaffen zu verzichten. Vertraglich festgeschrieben. Und ja, dieser Erfolg, der wurde dann durch Donald Trump einfach zunichte gemacht. Und da hätten wir Europäer eigentlich sofort sagen müssen, wir gleichen alle Handelsverluste, die Iran mit den USA hat, sofort aus. Wir schützen unsere Unternehmen um jeden Preis, dass sie weiter im Iran Geschäfte machen können. Aber es ist nichts gekommen. Ein Zahlungssystem versprochen. Man hat gesagt, ja, da kommt was. Ja, wir beteiligen uns ja nicht an den Sanktionen. Aber letztendlich haben die USA mit Iran eine schwere Wirtschaftskrise ausgelöst. Und der Iran hat sein Atomprogramm dann wieder hochgefahren und sich halt Richtung Russland, Richtung China, die sich als verlässlichere Partner erwiesen haben, orientiert. Das war ein riesiges Versagen der europäischen Politik. Da also, hätte man, Punkt 1, eine neutralere Politik, egal gegen welches Land, egal gegen welches Regime, sondern versuchen zu vermitteln, Diplomatie und... Das heißt, also im Iran, ja. Das war ja das wunderbare Beispiel, da hat die Diplomatie schon funktioniert gehabt und dann sind in der US-Administration einfach nochmal die ganz besonders harten Falken, ich meine, Obama war jetzt kein Friedenspräsident, die sind da dann, also Leute wie John Bolton, so Neocons, die ja wirklich ein amerikanisches Jahrhundert quasi wollen, die wirklich keinen Staat, der irgendwas anderes sagt, dulden. Und also John Bolton hat ja schon angekündigt, nächstes Jahr feiern wir in Teheran. Also der wollte wirklich Krieg mit dem Iran. Das hat Donald Trump dann zum Glück nicht gemacht. Aber diese aggressive Hillary, glaube ich, auch. Ne? Hillary Clinton wollte, glaube ich, auch. Ja, also ja. Da gibt es einige Verrückte. Und auch in der Biden-Administration. Da macht ja gerade Victoria Nuland die Außenpolitik. Das ist ja diese Fuck-the-EU-Diplomatin, die in der Ukraine 2014 so gute Schlagzeilen gemacht hat. Sag ich mal, will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber... ja, da muss die EU eine eigene Position finden. Also insofern wie dem Iran auf jeden Fall alles tun, um solche Abkommen zu retten, alles tun, um neue Abkommen zu schließen, also dass der INF-Vertrag nicht mehr gilt. Also der Vertrag für atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen. Das ist eine absolute Katastrophe. Dieser Vertrag muss wieder eingeführt werden. Es müssen neue Abrüstungsverträge mit Russland, mit China geschlossen werden. Und möglichst auch mit den USA. Da brauchen wir aber allerdings eine eigene europäische Position, die sagt, wir sind für Abrüstung. Wir fangen auch schon mal mit Abrüstung an. Wir wollen auch keine Atomwaffen mehr auf unserem Gelände, dieses eine französische Atomwaffenprogramm, also die Franzosen haben ja Atomwaffen, das reicht uns erstmal aus, die Franzosen können das auch behalten, aber in allen anderen EU-Ländern, da werden die Atomwaffen abgezogen, da gibt es dann keine Atomwaffen mehr, das könnte die EU ja sagen. Aber es passiert nichts, also dass man international für Frieden, für Abrüstung, für Kooperation einsetzt, dass man vor allem im Umfeld von Europa dafür sorgt, dass wir da so einen Gürtel an friedlichen Ländern haben, die auch nicht andauernd Flüchtlingskrisen produzieren. Also woher kommen die meisten Flüchtlinge aktuell? Also neben der Ukraine natürlich. Die kommen aus Syrien. Syrien, Afghanistan, Irak, Iran auch einige. Was, ne? Ja, was ist, sprichst du es gerade an, was ist im Irak passiert? Der Westen hat den Irak überfallen. Deutschland und Frankreich haben ausnahmsweise nicht mitgemacht. Ganz viele osteuropäische Staaten haben mitgemacht. Also es war jetzt gar nicht so, dass wir Europäer da total friedlich wären, sondern nur Deutschland und Frankreich und ganz viele in Osteuropa, die haben da trotzdem mitgemacht. Afghanistan wurde vom Gesamtwesten eigentlich überfallen, da hat Deutschland mitgemacht, da hat Frankreich mitgemacht, da hat jeder mitgemacht, der mitmachen konnte, und ein riesiges Chaos angerichtet, nur damit 20 Jahre später dann wieder die Taliban da sind. In Syrien, da hat man ja Waffen an Terroristen geliefert, also vor allem die USA, die Türkei und Saudi-Arabien, die dort ein pro-westliches Regime installieren wollten, haben dort Waffen an Terroristen geliefert, die sich dann mit Assad da jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren Bürgerkrieg liefern. Im Norden der Türkei, im Norden von Syrien, um Idlib, da sind immer noch islamistische Terroristen an der Macht und über die hält die Türkei schützend ihre Hand. Deswegen ist dieses Gebiet immer noch nicht unter Kontrolle der offiziellen syrischen Regierung. Also in Syrien könnte längst komplett Frieden herrschen. Es herrscht, die meisten Landesteile sind jetzt befriedet, weil die syrische Regierung den Krieg gewonnen hat.
Aber jetzt ist Syrien auf ein neues Problem. Der Wiederaufbau wird durch westliche Wirtschaftssanktionen maßgeblich vorangetrieben von Deutschland, von Frankreich verhindert. Also der Westen verhindert aktuell den Wiederaufbau in Syrien. Und es gibt keine eigenständige europäische Position, die sagt, Moment, wir hätten doch eigentlich ein Interesse daran, wenn unsere Nachbarschaft friedlich ist, wenn so Länder, wenn so Staaten wie Syrien sich stabilisieren, wenn da eben nicht riesige Gebiete von Al-Qaida-ähnlichen Gruppen beherrscht werden. Also, dass die syrische Regierung gute Beziehungen zum Iran und zu Russland hat, damit haben wir eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist ja nichts, was uns tangiert. Wir können mit der auch gute Geschäfte machen, aber diese Position gibt es nicht. Und übernimmt die Position der USA, Russland ist ein Feind, also Syrien ist mit Russland verbündet, Assad muss weg. Also auch wenn man ihn nicht mehr wegmachen kann, also dann muss er eben geschwächt werden. Ja, ist so Wir müssen dieses diese Position eben zu. Schwarz-Weiß-Denken, ne? Ja. Also das Ich habe gerade. heißt, in dem Sinne eine eigenständige europäische Außen- und Sicherheitspolitik, höre ich so ein bisschen raus, die versucht, in dieser komplexen Welt ein neutraler Pol zu sein und möglichst, ich fasse das mal so aus meinen Worten zusammen, kannst ja sagen, ob das passt für dich, die versucht wirklich möglichst gute Beziehungen zu möglichst vielen Ländern zu haben, ja, und zu Ja, vermitteln, ja. ne? Und die eigenen Interessen vertritt halt. Also jetzt nicht militärisch, sowas muss man auch gar nicht militärisch absichern. Ich meine, China kriegt das ja auch beispielsweise hin, eigene Interessen wirtschaftlich zu vertreten, ohne dass man das militärisch irgendwie unterlegt. Also China kriegt das sogar besser hin. China ist lange nicht so verhasst wie der Westen, weil China nicht dauernd irgendwelche Regierungen austauscht. Also das muss man ja auch überlegen. Man macht sich in Regionen, in denen man so vorgeht, ja nicht sonderlich beliebt. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich meine, gut, die chinesische Regierung hat auch ihre, wie sagt man, hat auch Blut an den Händen, ne, wenn man sich das Thema mit den Uiguren anguckt. Also die sind da auch nicht ganz unschuldig, Ja, ne? das ist ja jetzt Innenpolitik. Das ist ja jetzt, es geht hier gerade um Klar, es Außenpolitik. ist Innenpolitik, ne? Trotzdem ist sie nicht gut. Aber nochmal zurück zur Frage, ne? Ein Punkt hast du ja schon beantwortet. Was wäre für so eine neue politische Partei, neue Bewegung im Hinblick auf die Europawahlen noch als eine Forderung, ne? Wir haben jetzt dieses außenpolitische Thema, ne? Ich höre natürlich auch aus, friedliche Europäische Union. Also Was wäre noch relevant? zwei Themen, Grundrechte und Demokratie. Also Grundrechte sind halt die sozialen Grundrechte, die wir angesprochen haben, dass kein Mensch in Armut fallen soll. Das ist vielleicht sogar ein bisschen optimistisch. Also da müsste man ja europäisch wirklich viel regeln, damit das nicht mehr möglich ist. Aber dass man europäische Arbeitslosenversicherung einführt, eine europäische Krankenversicherung einführt. Also diese vier Sozialversicherungen, die wir in Deutschland haben, oder Rentensysteme werden wohl weiterhin national bleiben. Sagen wir diese drei Sozialversicherungen, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, dass man die versucht zu europäisieren. Also, dass man mal die gleichen Rechte, die jeder Deutsche hat, die gleichen, dass die jeder Europäer hat. Dass man in Rumänien genau das gleiche Maß an Gesundheitsversorgung, an Arbeitslosenversicherung wie in Deutschland bekommt. Also, Arbeitslosenversicherung, die ist ja auch abhängig vom letzten Gehalt, die Arbeitslosenversicherung 1. Das heißt, mit gleiches Maß meine ich jetzt nicht, ein Rumäne soll genauso viel kommen wie in Deutschland, sondern er soll genauso viel Prozent seines letzten Gehaltes bekommen. Das heißt, es müsste ja auch ein Stück weit dann langfristig gesehen, auch ein bisschen eine Angleichung geben in den Ja, gesamten natürlich. Lebensverhältnissen, egal in welchem Land, ne? Ja, natürlich, diese Länder müssen aufholen. Das muss aber, das ist teils halt Verantwortung der nationalen Wirtschaftspolitik da. Dazu muss es da Vollbeschäftigung geben. Dazu müssen die Investitionsbedingungen günstig sein. Also da sind wir jetzt bei Wirtschaftspolitik, da kommen wir jetzt sehr stark ins Konkrete. Wie gesagt, wir brauchen ein europäisch einheitliches Steuersystem, also dass Unternehmen sich nicht darum rumschummeln können. Also eine einheitliche Unternehmenssteuer hatte ich ja gerade schon angesprochen. Dann einheitliche Zinssätze für alle, zumindest für alle Länder der Eurozone. Das könnte die EZB ja auch relativ einfach herstellen. Also das ist ja aktuell auch nicht gegeben. Da muss Italien ja höhere Zinsen zahlen als Deutschland, was absolut verrückt ist in der Währungsunion. Also wenn eine Währungsunion macht, dann ist das Risiko vergemeinschaftet. Da muss Italien natürlich genauso niedrige Zinsen haben wie Deutschland. Denn diese Zinsen, die landen ja schlichtweg in den Bilanzen der Banken. Die Banken machen zusätzliche Gewinne dafür, dass ja, die italienischen Bürger noch mehr ausgenommen werden. Also das sehen wir ja da gerade. Also die Zinsen aller anderen Eurozonenanleihen müssen auf das Niveau von Deutschland gesenkt werden. Also im Kern eine wirtschaftliche Angleichung der Länder, will ich es mal nochmal so zusammenfassen. Ja, okay. Das andere Demokratie, was ich gesagt hatte, bevor man Dinge auf die europäische Ebene verlagert, muss es demokratisiert werden. Also Europäisierung darf nicht zu einer Entdemokratisierung führen. Das ist ja in der Vergangenheit passiert. Also solche Institutionen wie der Europäische Rat und die EU-Kommission
extrem intransparent, die Bürger können da extrem wenig Einfluss drauf nehmen oder auch die EZB. Also da muss vorher mehr demokratische Kontrolle eingeführt werden. Sei es durch Volksabstimmung, sei es durch Direktwahlen oder, also, es wäre nicht lustig, was rauskäme, wenn man das Direktorium der EZB direkt wählte. Also, es finde ich echt mal interessant, was für Debatten es dann geben würde. Also Also, Schlüsselposition, glaube ich einfach, ne? Man kann ja auch drüber sprechen, ob es nicht einen europäischen Wirtschafts- oder Verteidigungsminister geben soll und ob man den nicht auch direkt wählen sollte, ne? Warum nicht? ja, das könnte man auch machen. Dann hätte man keine einheitliche Regierung, hätte vielleicht das Problem, dass sich verschiedene Kommissare oder Minister sich dann gegenseitig bekämpfen. Also müsste man dann sehen, wie man das konkret macht. Aber zumindest den Präsidenten kann man demokratisch wählen. Ja, ich Also meine, das. wenn die Grundlage zwischen diesen Menschen stimmt, dass man wirklich ein neutrales, friedliches, prosperierendes Europa haben möchte, dann ergeben sich, glaube ich, viele Sachen, weil dann denken ja auch viele Leute eher europäisch und nicht unbedingt national, was ja gut wäre. Ja, aber die Verhältnisse, also die Verhältnisse müssen sich erst ändern, damit sich das Denken ändern kann. Und aktuell, also viele Südeuropäer, die haben von der EU halt in den letzten 20 Jahren vor allem die Sparprogramme mitbekommen. Das Und hier in ist, Deutschland, da hat ja. man dann diese negative Berichterstattung gegenüber den Der Südeuropäern faule mitbekommen und Grieche und mitbekommen. so, ne? Ja, und Ja, mitbekommen, wie die EU dann in der Migrationspolitik versagt, wie die EU total korrupt, intransparent ist, total undemokratisch naja. und wie sie jetzt diese Konfrontationspolitik gegen Russland voll mitfährt, was natürlich auch von den Nationalstaaten zu 100% gestützt wird. Also es ist ja nicht so, dass die EU irgendwie von den Nationalstaaten abgekapseltes Gebilde wäre, sondern die Nationalstaaten sind in der EU die Herren. Also die Politik der EU läuft aktuell so, weil die Nationalstaaten das wollen. Ich glaube, wenn wir jetzt, ich träume jetzt mal Jean-Luc Mélenchon, Sarah Wagenknecht als Bundeskanzler und französischen Präsidenten hätten, dann würde es, glaube ich, ein bisschen anders laufen. Ich meine, gut, da sind wir weit, weit, weit von entfernt, Ja, ne? Ich ja. meine, man Ja, muss ja, aber Mélenchon es. ist gar nicht so weit entfernt. 2027 sind die nächsten Präsidentschaftswahlen und die Mitte in Frankreich, also es gibt ja drei Lager, die Rechten, Marine Le Pen, die Linken, Jean-Luc Mélenchon, die Mitte, Macron, die hat sich pulverisiert wegen der Rentenreform. Die haben im Volk null Rückhalt mehr. Das heißt, es wird ein Kampf zwischen Linken und Rechten wahrscheinlich die nächste Präsidentschaftswahl. Das ist eigentlich ein Szenario, was ich mir auch für Deutschland wünsche. Dass man wirklich nur noch diese zwei Lager hat und am Ende wirklich die Bevölkerung eine Richtungsentscheidung treffen muss. Also ich habe Zumindest bei auch dieser. das Gefühl, die Mitte schmilzt immer mehr weg, ne? Und man sieht das ja auch in den Umfragen aktuell. Ich hatte es auch letztens ne, wir springen ein bisschen, wir gehen mal wieder in die Bundespolitik, Umfrage in Baden-Württemberg gesehen. Da haben die Grünen 6% abgebaut und die AfD hat 5 oder 6 dazu bekommen, wo ich mir auch dachte, ja, okay, krass, ne? Das ist auch bei den Grünen, wo wir ja vorhin auch hatten, ich hatte es vorhin vergessen zu erwähnen, die ja eine recht stabile Basis haben. Aber auch da scheint es ja schon Bewegungen zu geben, wo sich das sehr bürgerliche Lager ein Stück weit verschiebt hin nach rechts außen, in dem Fall AfD, und weil es halt auch keine andere Alternative gibt, weil wo sollen sie hin? Die gehen ja Ja, aber nicht das zur ist ein europäisches SPD. Phänomen. Ja. Das ist ein europäisches Phänomen. Also du hast in Spanien, okay, da hast du noch so eine stabile Partei, die so ähnlich ist wie SPD, die Sozialisten. Dann hast du allerdings einen rechten Block mit der Vox-Partei, die extrem rechts ist, also ungefähr AfD-mäßig. Und die ist da mit den Konservativen verbündet. Also da hat man die Richtungsentscheidung, die die CDU noch nicht gefällt hat, die ist in Spanien gefallen. Also man hat ein Lager, die Rechten und dann die Linken. Wie gesagt, in Spanien noch die Linken sehr gemäßigt, wesentlich gemäßigter als in Frankreich. Also leider kann man sagen, aber auch wenn in Spanien die linke Regierung an der Macht wäre, wie gerade unter Pedro Sánchez, sie würde sich auch einem Wandel in Europa, glaube ich, nicht entgegenstellen. Italien, da hast du ja so ein zersplittertes Mitte-Links-Lager mit 5 Sternen, mit ja, so total diffus. Und auf der anderen Seite hast du halt einen rechten Block. Also Forza Italia, Fratelli d'Italia, die gerade Ministerpräsidentin stellen. Und die Lega und die Fratelli d'Italia, die sind total transatlantisch, die sind total, was ich auch über die AfD gesagt hatte, sie kann so viel poltern, wie sie will, mit wir heben die Sanktionen auf und wir verhandeln endlich über Frieden, wird nicht passieren, wenn du eine transatlantische Partei in der Regierung hast. Das ist in Deutschland die CDU und das ist in Italien die Fratelli d'Italia. Also die Ministerpräsidentin, die Meloni, die sitzt auch in einem transatlantischen Think Tank. Also das wird bei der AfD ähnlich laufen. Das heißt, es fehlt ja, und da sind wir ja wieder bei einer neuen politischen Bewegung, eine politische Kraft, die wirklich sagt, ne, ich möchte eigentlich versuchen, zu allen gute Beziehungen aufzubauen, und ich kritisiere auch Unrecht auf allen Seiten und nicht nur auf der einen Seite, ne?
Vor allem, was heißt, ich kritisiere Unrecht? Aus der Kritik muss ja, was folgt aus der Kritik? Muss auch Das was ist ja die folgen, Frage. ja, klar. Das ist, ne, ich mach's mal am Beispiel Christian Lindner fest, der postet ja bei Twitter immer Free Nawalny, Free Nawalny, jetzt auch schon 100, ich weiß nicht wie viele Tage genau, ne? Aber zu Assange hat er noch nie was gepostet. Und das würde ich mir einfach so sehr wünschen. Wirklich diese, zumindest der Versuch der Neutralität, dass man sich für ja, in dem Fall halt alle politischen, relevanten politischen Gefangenen einsetzt. Auch für die nicht so relevanten vielleicht, ne? Aber das fehlt mir. Und ich glaube, wenn da eine Partei kommt, die wirklich versucht, Was neutraler zu ist denn hier in sein. der EU los? Was ist denn hier in der EU los? Also Spanien, als Katalonien sich versucht hat, unabhängig zu machen, da hat sofort eine Verfolgung von katalanischen Politikern eingesetzt, die teils ins Exil gehen mussten. Man denke an den ehemaligen katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont. Also der ist aktuell im Exil. Der kann nicht zurück nach Spanien. Also politische Verfolgung gibt es auch innerhalb der EU. Ich sehe, es gibt viel zu tun, mein Lieber. Vielleicht noch zum Schluss deine Message an Sarah Wagenknecht. Was sollte sie tun? Und eigene Partei gründen. Okay, das war jetzt einfach. Okay, ich hoffe, meine lieben Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind erstmal wieder raus. Vielen, vielen Dank für das politische Gespräch, für deine Expertise. Und ja, Diese. auch, ja, also du hast auf jeden Fall wirtschaftspolitisch sehr viel mehr Ahnung als ich. Das merke ich direkt. So. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und dir natürlich auch. Schaut gerne auf seinem Kanal vorbei, Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Alle Verlinkungen, Videobeschreibung, Infobox. Und vielen Dank an dich.